Zunächst sollte man unterscheiden, ob es eine akute oder eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung ist. Die akute Nasennebenhöhlenentzündung ist häufig Folge einer bakteriellen Entzündung im Rahmen eines Schnupfens. Die heilt dann nach lokalen abschwellenden Maßnahmen und antibiotischer Therapie häufig folgenlos aus. Die chronische Nasennebenhöhlenentzündung kann begründet sein durch ein Polypenwachstum und einer verdickten Schleimhaut. Und diese wiederum ist häufig Ursache von einer Allergie. Das heißt, jeder mit einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung sollte zumindest einmal einen Allergiescreening-Test gemacht haben. Es sollte sich da nichts finden lassen, ist möglicherweise ein Computertomogramm angeraten, um zu sehen, ob es anatomische Engstellen gibt, die wiederum die chronische Entzündung anheizen, weil es keinen ausreichenden Abfluss aus dem Nasennebenhöhlensystem gibt. Nach heftiger Entzündung der Nasennebenhöhlen durch Bakterien kann es auch zu einer Chronifizierung des Krankheitsbildes kommen, das letztlich dann auch nur schwer zu durchbrechen ist. Es gibt die Möglichkeit, das sollte auch immer die erste Therapieoption sein, dass man durch abschwellende Maßnahmen, insbesondere mit einem topischen Corticosteroid in Form von Nasenspray, versucht, die Schleimhaut zu beruhigen, die Schwellung der Schleimhaut zurückzunehmen und das doch überstimulierte Immunsystem zu beruhigen. Zusätzlich kann man durch Nasenspülungen und Inhalation versuchen, das Sekret, das sich aufstaut, herauszulösen. Diese Corticosteroidtherapie sollte man mindestens 6 Wochen machen, um ein vernünftiges Ergebnis erhalten zu können. Sollte die konservative Therapie ohne Erfolg sein, dann empfiehlt sich ebenfalls, ein Computertomogramm der Nasennebenhöhlen anzufertigen, um zu sehen, wo sind die Knackpunkte im Nebenhöhlensystem, wo kann man ganz gezielt endoskopisch oder mikroskopisch, mikrochirurgisch durch das Nasenloch die Abflusswege erweitern bzw. die kranke Schleimhaut entfernen, um für eine ausreichende Drainage zu sorgen. Patienten, die sehr lange schon an chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen leiden und schon mehrfach operiert wurden, können sich freuen. Es soll jetzt der Durchbruch geschaffen werden für eine Immuntherapie. Es werden Medikamente verabreicht, die das Immunsystem bremsen und quasi an die Wurzel des Übels gehen. Das ist allerdings Patienten vorbehalten, die schon Jahre, Jahrzehnte an Nebenhöhlenentzündungen leiden und trotz vieler Operationen keine echte Linderung bekommen haben bislang.